Die Legende erzählt, dass vor vielen, vielen Jahren die Männer dieses Stammes zum Fischen ausgefahren. Vielen Monaten zurückkamen, waren sie auf furchtbare Weise verwandelt in blutrünstige, gewalttätige Bestien. Die Frauen des Stammes fürchteten sich vor ihnen und flohen in den Dschungel. Um sich schützen zu können, wurden sie Kriegerinnen. Auf seiner Expedition, die ihn über die Anden zum Amazonas führte, entdeckte Francisco Orellana diesen kriegerischen Frauenstamm, die Amazonen. Und nach ihrem Namen benannte er das ganze Gebiet, Amazonas. Vorsicht, eine Spinne auf deiner Hose. Holt mich hier raus! Was ist das? Gemeine Sorte, Moskitos! Au! Was ist denn das für ein Halbwilder? Gringo, der Verdammte. Der wirklich heißt, weiß er selbst nicht mehr.